So, ich da immer noch mal anstellen. Schön, dass ihr hier seid. Wie ihr seht hier, es geht über skalierbare Webseiten und dass die Zusammenhänge in größeren Stückzahlen anders sind als in kleinen. Und darum geht das ein bisschen und wie wir das aufgrund einer Seite eben halt rausgefunden haben. Kleines Wort zu mir, ich bin Frank Delfenthal, 44 Jahre jung, mache seit 2006 intensiv Projekte mit Joomla und habe mich so ein bisschen auf Geschwindigkeits- und Performance-Optimierung spezialisiert. Soll aber dazu reichen. Den Fall, den wir haben, ist eine Community-Website, über 14.000 Artikel, die dann eben halt auch länger sind, ausführlich da, also Content ist reichlich vorhanden, eigenes ziemlich großes Forum hintendran und Newsletter-System. Finanziert sich das Ganze durch Affiliate-Verkäufe, Banner und Werbung. Und die haben eben halt angefangen mit ihrer Idee. Ich darf jetzt nicht sagen, welche Website das jetzt eben ist. Also ihr werdet jetzt keine Sachen sehen, sondern eben halt nur Fakten hören. Die haben angefangen, erstmal einen Relaunch zu machen mit 3.5. Das hat viele Situationen für die verbessert, also auch gerade mit der Funktionalität und was denen offen stand. Neue Features und die haben den bestehenden Inhalt besser aufbereitet, dass sie eben halt ihre Zielgruppe besser ansprechen konnten. Und die haben eben halt auch Geld in die Hand genommen, eine SEO-Agentur zu beauftragen, dass sie auch besser gefunden werden. Und haben dann eben halt intensiv Social-Media-Marketing betrieben. Die Kehrseite des Erfolges, also dass sie immer mehr Zugriffe hatten, immer mehr registrierte User, Leute, die sich auf der Seite engagiert haben, wo du sagst, ah, super, wir haben es geschafft. Das Speichern eines Artikels brauchte immer länger. Habe mich gefragt, ist was mit dem System nicht in Ordnung? Und die Ladezeit wurde dramatisch länger, also durchschnittlich 45 Sekunden. Und wenn man 45 Sekunden hat, die der User sozusagen drauf wartet, bis dann wirklich irgendwie alles da ist, da braucht man schon eine sehr, sehr ambitionierte Zielgruppe. Und dann haben sie auch festgestellt, dass die Besucher dann nach und nach ausblieben. Suchmaschinenranking, was sie sich mühsam erkämpft hatten, fiel auch weiter. Und dann kam es auch immer wieder zum kompletten Ladeabbrüchen der Seite, also dass die nicht mehr ganz geladen worden ist. Und ja, teilweise eben halt auch bis zum totalen Zusammenbruch der Seite, was dann erst wieder mit einem neuen Restart des Webservers und der Datenbank funktionierte. Ja, das ist so, was du denkst, wenn der Kunde dich anruft und die Situation beschreibt, dann sagst du natürlich, was du so alles tun kannst und dann denkt der Kunde natürlich, das sieht irgendwie so aus. Dann ist die Geschichte, was macht man denn tatsächlich? Klick, Caching. Okay, leider ist es nicht ganz so einfach, aber in vielen Fällen ist es damit schon erledigt. Ja? Die cachen nicht ihre Seite. Und damit verschwenden die dann eben halt ordentlich Performance. Was denn eben halt gilt, den Flaschenhals zu ermitteln? Wo klemmt es denn bei dieser Seite? Kommen wir zu den üblichen Verdächtigen. Joomla. Benutze ich eine aktuelle Version? Ich habe in den vorherigen Jahren eben halt Teste gemacht, Version 2.5 gegen 3 und stellt sich heraus, wenn ich eben halt auf einer aktuellen Codebasis bin, läuft die auch schneller. Ja, also ich habe Benchmark-Tests gemacht mit allen möglichen Verschiebungen und unter Last und habe dann eben halt festgestellt, dass die aktuellen Joomla-Versionen eben halt auch wirklich besser, schneller laufen. So, das heißt, von dem Standpunkt her sollte man auf jeden Fall immer auf der aktuellen Version mitstimmen. Also von der Sicherheit rede ich gar nicht, sondern einfach wirklich von der reinen Auslieferung der Seiten. Ist der Cache aktiviert? Hm?
auch mal mit den Cache-Einstellungen spielen. Gegebenenfalls ein Plugin zum Cachen nehmen. Komme ich später gleich noch drauf zu. Und sind die Ressourcen zusammengefasst? Man hat das ja eben halt normalerweise, alles, was geladen wird von der Seite, das ist eben halt eine Anfrage, ein Request und sorgt dafür, dass dann eben halt immer so eine kleine Kommunikation läuft. Hallo, ich bin da Frank, bist du der und der Webserver? Ja, ich bin der und der Webserver, was willst du haben? Ja, ich hätte gerne das und das Bild. Ja, warte mal, hier kriegst du das Bild. Oh, vielen Dank, ich habe das Bild erhalten, danke. So, und das läuft eben halt für jede Datei ab. Und ihr könnt eben halt so euch vorstellen, dass das unheimlich viel Gequatsche ist, bis so eine Webseite dann mal eben halt geladen ist. So, das heißt, unnötiges Gequatsche einfach mal einstellen. Jeder, der mit der Familie mal in Urlaub gefahren ist, mit kleinen Kindern oder sowas, der weiß das echt zu schätzen. Das heißt, dafür gibt es eben halt gute Programme, die das machen, beziehungsweise Plugins. Ich empfehle JCH Optimize Pro. Die offene Version ist eben halt auch schon ganz gut, aber in der Pro-Version kann man dann eben halt noch ein paar nette kleine Sachen umsetzen, die dann eben halt noch mal ein bisschen besser sind. Und dieses Programm fasst dann eben halt die ganzen JavaScript-Dateien zusammen und die Stylesheet-Dateien, sodass dann eben halt für JavaScript und Stylesheets jeweils nur eine Datei geladen wird und nicht fünf. Und Template-Versionen überprüfen. Gerade bei den Template-Clubs, die können immer mehr, haben immer mehr Funktionalität, weil sie meinen, das wollen die Leute haben. Tun sie teilweise auch. Aber da gibt es dann eben halt auch Versionsunterschiede und manche Sachen werden dort auch mit Bugfixes behoben. Das heißt, ihr könnt eben halt davon ausgehen, wenn ich vom gleichen Template eine aktuellere Version habe, dass das besser funktioniert als die drei Versionen davor. Da bitte auch eben halt aktuell sein und mal gucken. Super, kriege ich jetzt hier irgendwie... So, kleine Wiederholung, was ist der nächste Punkt? Okay, HT Access konfiguriert. Damit könnt ihr dann eben halt auch eine Menge machen. Wenn ihr, damit könnt ihr serverseitiges Caching aktivieren, könnt ihr besser ansprechen als über Jomla. Ihr könnt dafür sorgen, dass Dateien besser, ach wie schön, gecached werden, so, Alter, wie schön. Könnt ihr dann eben halt dafür sorgen, dass gewisse Dateien eben halt von vornherein komprimiert ausgeliefert werden, wie zum Beispiel der Content, Stylesheets, JavaScripts, Fonts. Bieten sich eben halt sehr gut an, eben halt komprimiert zu werden. Und das könnt ihr dann eben halt auch machen. Irgendwas war zu schnell. Nee, doch nicht. Okay. Jomla debuggen. Das ist, was viele Leute eben halt öfters mal nicht so drauf haben, dass es da einige sehr, sehr gute Hilfen gibt in Jomla selber. Und ihr wollt natürlich nicht, dass dann eben halt jeder Hans und Franz die Debug-Ausgabe sieht. Ja, und dann geht ihr dann einfach rein und dann setzt ihr bei der Komponente bzw. Plugins System Debug, sucht ihr euch raus und sagt eben halt nur zugelassen für die Gruppe Super User. Meldet euch im Frontend an als Superuser, surft auf der Seite, klickt hin und her und dann seht ihr eben halt nur die Debug-Ausgaben und belästigt eure anderen Besucher nicht damit. Ja, gerade wenn ihr irgendwie ein Shop-System habt und ihr habt da Leute drauf, die dann eventuell was kaufen wollen und die sehen unten eine Debug-Ausgabe, die glaubst du nicht, dass sie bestellen. Ja, also da sollte man die eben halt nicht verunsichern mit irgendwie Ausgaben, die denen überhaupt nichts sagen. Und dann natürlich eben halt Systemkonfiguration
System debuggen, auf Ja setzen, damit dann eben halt auch die Ausgabe kommt. Wenn ich mit dem Testen fertig bin, Debug-Modus eben halt deaktivieren. So. Genau. Und Debug-Ausgabe, je nach Template, wird meistens unten einfach angeklatscht. Was wird da ausgegeben? Ich kriege Informationen über die Session, Rechte, ACL, was ich gerade eingeloggt bin, was meine Rechte sind, kriege ich darüber Informationen. Das ist teilweise ganz interessant, da kann man eben halt sehen, warum wird das nicht angezeigt? Ja, warte mal, die Berechtigung, mit der ich gerade eingeloggt bin, ist aber nicht für das entsprechende Modul so eingestellt oder ich müsste höhere Rechte haben, um das Modul zu sehen. Das kann man mal kurz eben halt überprüfen. Profilinformationen, was wird überhaupt zum Zusammenbasteln dieser Seite von überall her geladen? Speichernutzung, Gesamtverbrauch, ganz wichtiger Punkt, um zu sehen, eben halt, wie viel Ressourcen verbrauchen die Prozesse überhaupt, um diese Seite darzustellen. Und eben halt auch sehr interessant, Datenbankabfragen. Wenn ich irgendwie 5 Datenbankabfragen habe, dann ist das eben halt wesentlich schneller, als wenn ich dann ein Vielfaches von 5 an Datenbankabfragen habe, um dann eben halt eine Seite darzustellen. Und dann gibt es dann eben halt noch Log-Messages. Das sind so Sachen, die einen darauf hinweisen, ah, du verwendest hier und hier diese Funktionen und du solltest lieber die neuere dafür verwenden. Das ist mehr für Komponentenentwickler wichtig. Aber eben halt zum Überprüfen für einen Zeitbetreiber oder jeniger, der das eben halt evaluieren soll, ist das auch nicht uninteressant. Ihr braucht auch gar nicht so viel mitzuschreiben, weil ich habe nachher ein PDF zum Download. Also ihr könnt einfach auch was sparen. Vielleicht hätte ich das vorher erwähnen sollen. Das war vielleicht ein bisschen gemeint von mir, entschuldigt. Aber ich brauche meinen Spaß. Die üblichen Verdächtigen. Oh, die üblichen verdächtigen Server. ja, ich weiß. PHP-Version, ganz wichtig. PHP 7 ist um so vielfaches performanter als die vorigen 5er-Versionen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wechseln. Ja? Auch checken zum Beispiel, es gibt Hoster, die PHP-Version nicht aktuell halten. Ja, also unbedingt checken, bin ich vorne mit dabei, weil es dann eben halt auch sicherheitsrelevant ist. Plus geschwindigkeitsrelevant. Apache Engine X. Auch da habe ich eine aktuelle Version. Ist das in Ordnung? Gucken. Natürlich auch das gleiche mit der Datenbank. Und man sollte sich eben halt gucken bei dieser Konfiguration, wie viele Abfragen gleichzeitig möglich sind mit dem Server. Da gibt es nämlich ein Limit. Die können nicht unendlich. Und das sollte man sich dann eben halt auch vergewissern und dann eben halt gucken, komme ich überhaupt in dieses Limit rein? Und das war dann eben halt auch bei diesem Kunden der Frage. Er ist eben halt teilweise in dieses Limit reingekommen und was dann eben halt zu diesen ganz großen Problemen führte. Tja. Server debuggen, zum Beispiel solche Sachen, habe ich ein SSL-Zertifikat, ist das richtig eingebunden, macht das irgendwelche Fehlerausgaben. Wenn ich HTTP 2 verwenden will, dann ist eben halt wichtig, dass ein SSL-Zertifikat eingebunden ist. Was das ist, komme ich gleich drauf zu, weil ansonsten funktioniert das nicht. Fehlerlogs überprüfen vom Server, auch immer mal eine gute Idee. Wenn dann ständig irgendwelche Module abrauchen oder sowas, dann ist es sicherlich nicht gut für die Performance, sondern es muss nämlich auch alles abgefangen werden. Apache und Database, also die Datenbank, die ihr verwendet, sollte dann eben halt auch auf diese Logs überprüft werden. Und ein vernünftiger Provider kann euch eben halt auch Zugriff auf diese Logs geben. Es gibt allerdings einige, die scheinen das nicht bewerkstelligen zu können. Was dann natürlich toll ist, wenn du dann irgendwie debuggen sollst, dann ist es so, Kristallkugel, sage mir, woran es hängt. Okay. Ich habe da nichts gegen, ich bin auch nicht schlecht drin, aber der Kunde muss dann eben halt auch das zahlen. Und man wird ja meistens für Taten und nicht für Raten engagiert. Ne?
Dann könnt ihr mal den Victor sonst dazu fragen. Plesk 12 bzw. 12.5 hat dann eben halt auch was ganz Cooles. Dann könnt ihr diese Protokolle in Realtime einsehen, ohne dass ihr euch großartig auf dem Server einwählen müsst, sondern könnt dann eben halt wirklich aus der Plesk-Oberfläche euch das angucken. Das finde ich ganz angenehm. Üblichen verdächtigen Provider. Ist es ein Shared Host? Ist es ein virtueller Server? Ist es ein richtiger Server? Das ist dann eben halt auch eben halt die Frage. Ist das, was ich mache, mit dem Paket überhaupt im vernünftigen Rahmen möglich? Ja, wenn ich dann irgendwie mit einem 5-Personen-Haushalt umziehen will und versuche das Ganze mit einem Smart zu bewältigen, dann ist das natürlich nicht so praktisch. Ne? Also da geht so wenig rein. Also selbst für die Familie muss ich mehrfach hin und her fahren, bis ich die von A nach B kriege. Dann sollte ich doch lieber sehen, dass ich mir sowas wie ein LKW hole. Das ist dann eben halt geeigneter für die Aufgabe. Wenn ich nur eine Webvisitenkarte habe, dann brauche ich keine High Performance, dann brauche ich nicht notwendigerweise SSD-Platten, dann spielt das null keine Rolle. Wenn ich jetzt aber ein System habe, was dann eben halt auch von Leuten frequentiert wird, dann wird das eben halt wichtig, dass ich da eben halt auch dementsprechend Ressourcen vorhalte, dass das auch erledigt werden kann. Genau, Ressourcen, RAM, CPUs. Ich denke, jeder sollte irgendwie auf SSD-Platten gezogen sein, weil die einfach schneller ausliefern und sich dann eben halt auch bemerkbar machen im Gesamtsystem. Und wenn es geht, guckt mal, ob der Provider HTTPD2, komme ich gleich zu, bereitstellt. Das machen die wenigsten. Und dann überlegt euch eben, ob ihr euch ein Content Delivery Network holt, weil das hat die Möglichkeit, dass Dateien wie JavaScript-Dateien und vor allen Dingen Bild- und Multimedia-Dateien auf einem anderen Server liegen. Der Hintergrund ist, ein Browser kann nur normalerweise eine gewisse Anzahl von Verbindungen zu einer Quelle, Domain in diesem Fall, herstellen und holen. Das ist nach Browserversion unterschiedlich, deswegen will ich jetzt einfach nur mal sagen, drei gleichzeitig. Das jetzt, na, es gibt welche, die machen mehr, es gibt alte Versionen, die machen weniger. Also dann laufen eben halt nur drei gleichzeitig zu der einen Domain. So, wenn ich dann eben halt 15 Bilder habe, dann weiß ich schon mal, okay, das sind, ne, 15 Requests mehr plus dann eben halt mein HTML-Inhalt, meine JavaScript-Dateien, meine Stylesheet-Dateien. So, wenn ich jetzt allerdings die 15 Bilder auf einem anderen Server haue, dann kann der Browser das gleichzeitig erledigen, weil die nicht kollidieren. Plus, dass euer Server eben halt mit der Ausgabe dieser Sachen nicht belastet wird. So. Ihr könnt das ein bisschen emulieren, deswegen habe ich eben halt zu der Pro-Version von JCR Optimize geraten, weil dort könnt ihr Subdomains anlegen auf eurem Webspace und könnt daraufhin die Request zu Bildern auslagern. So, das ist dann irgendwie image.deviso.de oder sowas und da kommen dann eben halt die ganzen Bilder her. Der Browser guckt sich das an und sagt, image.deviso.de ist was anderes als deviso.de, also pssst, gleichzeitig. Hm? Nur mal so als Übergangslösung. Irgendwann, wenn es groß genug wird, dann kommt man eben halt an Content Delivery Network nicht vorbei, aber das muss wirklich groß sein dann. Und lohnt sich mehr in meinen Augen, wenn man internationales Publikum hat. Wenn man jetzt nur auf dem lokalen Markt arbeitet, also jetzt nur innerhalb von Deutschland, da läuft eben halt alles schnell genug. Also die Content Delivery Networks haben eben halt eine ganz große Stärke, dass die gleichen Dateien überall vorgehalten werden in Asien, Europa, Amerika und deswegen eben halt wesentlich schneller durch die Leitung geprügelt werden können, nämlich die nächstgelegene. So. Provider neu bewerten. Also gelegentlich muss man immer noch mal gucken, funktioniert das eben halt alles noch so, wie ich es mir wünsche. Gucken, PHP-Version und dann eben halt auch mal gegebenenfalls mal Provider anfragen, ah, ich würde gerne PHP 7 benutzen, wir haben hier nur 5, 6, sag mal, gibt es die Möglichkeit, kann ich das gegebenenfalls, falls was nicht funktioniert, hin und her switchen. Ich hatte nämlich bei einer Sache beim Shop, die Seite lief super rattenschnell,
Shop wurde auch rausgerufen, nur der Bestellvorgang funktionierte nicht. Ja, also deswegen, wenn ihr solche Sachen habt, Umstellung, PHP-Version, auch mal einfach die Kernfunktionalität testen. Und alles, wo ihr was bestellen könnt und Geld mitverdienen könnt, das ist Kernfunktionalität. Also ne, beim Shop oder sowas, probiert, ob eine Order geht, probiert, ob ein Kontaktformular funktioniert. Das gehört eben halt auch immer mit dazu. Kurz Zeit später ist es dann mit dem Shop eben halt auch behoben worden und dann eben halt auch PHP 7 umgesetzt und rennt wie Hulle. Also, aber man soll es eben halt prüfen. Dann eben halt gucken, ist das Paket, was ich da gebucht habe, immer noch für mich geeignet? Und dann müsst ihr das mal auch im Verhältnis setzen teilweise. Erstmal solltet ihr die Standardwege, um eine Seite schneller zu machen, performanter machen, ausgeschöpft haben. Und dann irgendwann ist die Frage, lohnt sich das dann jetzt noch irgendwie 3 Arbeitstage reinzusetzen, um das letzte noch dann irgendwie rauszukitzeln? Oder gebe ich dann eben halt nicht lieber 30 Euro mehr im Monat aus, um auf ein wesentlich höheres Paket zu kommen zum Beispiel? Ja? Und wenn ihr dann eben halt 3 Arbeitstage habt vom normalen Programmierer oder sowas, ist dann eben halt auch schon eine Menge Holz. Ja? Also dann eben halt einfach mal gucken. Plus, wer auf dem zu Low-Budget-Ende arbeitet, der hat überall Probleme. Der hat teilweise Probleme, irgendwelche Updates einzuspielen, ein Backup einzuspielen und so weiter und so weiter. Also kneift euch da nicht an der falschen Stelle. Ja, CMD oder HTTPD2, Content Delivery Network, habe ich ja gesagt. Und jetzt komme ich dann eben halt auch nochmal zu der zweiten Version des HTTP-Protokolles. Und natürlich, wenn es jetzt wirklich big ist, ne, ihr mehrere Server habt, eben halt einen auch wirklich Hardware-Load-Balancer, der das Ganze dann eben halt macht. Aber ich kenne eigentlich jetzt kein Projekt von mir, was das benötigen würde. Ja? Aber wie gesagt, da kann man noch eine ganze Menge mehr mit Hardware machen. Jetzt habe ich mal so eine kleine Demo. Und zwar ist das das Laden von 200 einzelnen Bildern, die dann eben halt ein Gesamtbild zusammenstellen. Und das Charmante ist an HTTP 1, dass es eben halt immer nur eine gewisse Anzahl gleichzeitig übertragen kann, je nach Browser. Und HTTP 2 alle gleichzeitig, je nachdem, was dann eben halt angenommen wird oder wie schnell das angenommen werden kann. Und das baut eben halt sich dementsprechend wesentlich schneller auf. Ja, weil das eben halt mehr gleichzeitig gemacht werden kann. Dazu muss man eben halt auch sagen, eben halt gucken, dass die Sache, also das ist jetzt nicht die allumfassende Lösung HTTP 2. Es ist cool, weil es eben halt von Haus aus verschlüsselt ist und schneller übertragen wird als das alte Protokoll. Das sind eben halt 2 Sachen, die ich eben halt sehr gut finde. Und ich finde, durch eine Verschlüsselung der Seite zeigt man eben halt auch eben halt den Besucher immer an, du, ich mache mir Gedanken um dich und wir sitzen hier in unserer Ecke und keiner kann uns hören, na, was wir eben halt besprechen oder was dich interessiert. Das finde ich eben halt auch immer nochmal ganz gut. Und einfach mal auf einer Live-Zeit testen, wird schon gut gehen. Ja, das sind dann eben halt immer mal so Sachen, die kann man machen, muss man nicht. Ja? Also da sollte man sich schon sehr, sehr sicher sein, dass da nichts funktioniert, gerade wenn das irgendwie eine größere Seite ist und mehr dranhängt. Da kann operative Hektik auftreten, die vielleicht vermeidbar ist. Das heißt, sorgt für ein Testsystem, was ähnlich ist oder wenn es geht, genauso ist wie das Live-System und testet das. Auf dem anderen Server testen. Manchmal eine ganz tolle Idee. Da sagt man, oh, ich weiß nicht, das läuft nicht. Ich bin hier bei Provider XY mit einem Hosting von 2,50 Euro im Monat. Ne? Ich weiß nicht, ob das läuft. Dann gibt es irgendwo ein Testpaket bei Provider XY. Hier, probier mal auf. Muss man erstmal gucken, ob der generell eben halt etabliert ist, vertrauenswürdig ist. Und dann vielleicht auch mal so ein Testpaket einfach nutzen und mal gucken, ob es da eben halt funktioniert. Und wenn es dann eben halt super funktioniert, ja, dann kann man überlegen, ja, wechsle ich nicht. Oder ich kann zumindest mal gucken, ey, was ist denn bei dem Provider jetzt anders als bei meinem eigenen Provider?
Ja, eventuell ist das nur eine Kleinigkeit, wo man dann eben halt auch mal nachfragen muss, kannst du mir dies oder jenes mal freischalten oder ich brauche den und den Mod eben halt mal installiert, geht das? Je größer der Provider ist oder je gigantischer, desto schlechter sieht das aus, dass er auf eure Wünsche eingehen kann. Das darf man eben halt auch nicht vergessen. Ja, also mal kleine Lanze für den, sag ich mal, gesunden Mittelstand brechen. Genau, das habe ich schon erwähnt. So. Und manchmal ist das eben halt, dann guckst du dir eben halt an, wie die Webseite aussieht. Und du, oh Gott, brauchst du ja irgendwie keinen Webdeveloper, was du brauchst, ist ein Exorzist, ne, der mal richtig so zur Sache geht und die Sachen dann eben halt mal ein bisschen radikaler angeht. Erster Blick auf die Webseite. Über 160 Anfragen oder Requests der Startseite, davon 120 Bilder, Thumbnail. Viele davon noch nicht mal irgendwie im sichtbaren Bereich. Kein Above the Fold Folding, das heißt, die komplette Seite wurde eben mal durchgerendert. 150 Datenbankabfragen, davon 45 redundante Datenbankabfragen. Ja, und jetzt kann man sich ausrechnen, oh Mensch, wenn jeder Seitenaufruf so viel Datenbankabfragen wegknuspert, wie viele Besucher brauche ich denn, bis dann irgendwann die maximale Anzahl an gleichzeitig verarbeiteten Datenbankabfragen aufgebraucht ist? Und kein Caching. Ja, das heißt eben halt alles auf die harte Tour. Jede Seite wird eben halt komplett nochmal neu gestellt und dann nochmal gemacht. Und dezente Ladegewicht von 3 Megabyte. Ja? Also das ist natürlich auch ganz super für Leute, die irgendwie mal mit dem Handy drauf sind und dann irgendwie sich wundern, oh verdammt, Vertrag schon wieder alle, nochmal nachbuchen. Und die hatten eben halt schöne Module, die den Content aufbereitet haben, aber die haben eben halt auch die meisten Datenbankabfragen verbraucht oder verbraten und die meiste Prozesszeit. Ja, und da kannst du dich ja nur fragen, so okay, was müssen wir denn eben halt alles rausnehmen, damit es läuft? Und dann fragst du den Kunden, sag mal, was brauchst du denn wirklich alles? Eine Idee, was der Kunde sagt? Genau. Alles. Da ist ja unser Marketing hingeflossen. Wir müssen das haben. Alternativlos. Ja, gut. Sagst du auch so, scheiße, warum habe ich überhaupt gefragt? Muss ich doch eh. Ich habe keine Ahnung, warum das Slide da gerade ist. Okay, erste Schritte, die man dann eben halt machen kann. Cache aktivieren, JCR Optimize, installieren, richtig konfigurieren und achtet darauf, dass in diesem Zusammenhang der Cache aktiviert ist, weil ansonsten klaut euch das noch mehr Performance, weil sonst versucht er ja ständig, diese zusammengefassten Dateien neu anzulegen. Ja, also wenn ihr Cache nicht aktiviert habt, dann mit dem JCR Optimize Pro, schießt ihr euch noch mal extra ins Knie. Ja, also die sind sozusagen aufeinander angewiesen. Wenige Artikel auf der Startseite. Ich glaube, am Anfang hatten die, oh Gott, weiß ich jetzt nicht mehr, also ich glaube bestimmt irgendwie 30 Artikel auf der Startseite, also eben halt immer mit Introbild, Teasertext und hier weiter zum Artikel. Ne? Wenn man das dann eben halt ein bisschen reduziert kriegt, dann sind das eben halt auch weniger Daten, die übertragen werden müssen. Und die wenigsten Leute scrollen dann irgendwie 40 Artikel runter, ob sie nicht doch was finden. Ja, also ich glaube, da ist die Chance, dass die Leute die Suchfunktionen nutzen, einfach größer. Und wir haben dann eben halt auch geguckt, dass es neuere Versionen von diesem, ich nenne das mal Heavy Load Modul gibt. Das dann eben halt auch dafür sorgt, dass das ein bisschen performanter abgearbeitet wird. JotCache haben wir aktiviert und konfiguriert, weil man dort eben halt gewisse Komponenten und Module ausklammern kann aus dem Caching. Also jetzt gerade im Bereich
Affiliate-Programme, Banner-Programme oder sowas, das wollen die natürlich nicht gecached haben, weil das soll natürlich alles richtig gezählt werden, weil das Geld bedeutet. Wir haben festgestellt, für Normalbesucher schnell geworden. Super. Aber registrierte Benutzer war immer noch arsig langsam. Und wir haben dann eben halt, also beziehungsweise arsig langsam, weil registrierte Benutzer eben halt nicht gecached werden können. Das ist eben halt eine Sicherheit, dass dann keiner per Zufall, sage ich mal, in das Profil des anderen reingucken kann. Und es führte dann eben halt auch dazu teilweise, dass bei den Seitenaufrufen immer ein Fehler entstand, weil die haben keinen Cronjob eingerichtet, sondern den Seitenaufruf benutzt, um dann eben halt so einen Autotweet eben halt nochmal durchlaufen zu lassen. Und weil da ein Fehler drin war, sorgte dann dafür, dass immer mehr von diesen Fehlern aufliefen und dann teilweise die Seite zum Hängen kam. Weil das einfach zu viele waren, zu viele Besucher, die eben halt immer das Gleiche ausgelöst haben. Und das hat man dann eben halt auch relativ leicht dadurch lesen können. Erstmal Aktualisierung mit einem Bugfix. Und die nächste Sache ist, dass man dieses Feature nicht auf den Besucher abgelagert hat, sondern dann eben halt einen Cronjob dafür eingerichtet hat. Registrierte Benutzer erwarten zu Recht mehr Service. Ja, ich habe mich registriert, ich will mehr haben. Das Problem ist, dass die eben halt dadurch, dass die Sachen nicht cachebar sind, oftmals langsamere Performance haben, wenn auch mehr Features teilweise. Das muss man eben halt ein bisschen abwägen und das muss man eben halt ein bisschen testen, dass das, wenn ich eine Community-Seite habe, dass das für die nicht total abraucht. Kleiner Workaround, es gibt eine relativ neue Benutzergruppe, die nennt sich Gast. Gast ist jeder, der auf der Webseite rumkreucht und fleucht und nicht registriert ist. So, der darf eben halt nicht angemeldet sein. Und das gibt mir die Möglichkeit, dass ich diese, ich sage mal, eierlegenden Wollmilchsäue-Module auf diese Benutzergruppe auslager, weil für nicht registrierte Benutzer kann das gecached werden. Und daher habe ich nicht diese schweren Datenbankabfragen, weil dieses Ergebnis ist schon gecached. Das ist eben halt ein Workaround. Man muss dann eben halt wissen, ist dieses Modul, was diese derben Ladezeiten verursacht, unternehmensrelevant für registrierte Benutzer oder eben halt nicht. Nur als Möglichkeit, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, dass ihr euch damit eben halt eine Menge vom und was dann eben halt sonst noch eben halt bleibt, ne? Also größere Hardware zu holen. Höheres Hosting-Paket. Nutzen von PHP 7 gab es eben halt auch einen sehr, sehr interessanten Talk auf der letzten Jam Beyond, um wie viel mehr das Ganze eben halt performanter ist als PHP 5. Und ansonsten Content Delivery Network ist auch eben halt immer nochmal eine gute Möglichkeit, nochmal ein bisschen mehr Performance zu holen. Potenzielle Flaschenhälse. Menüs aufzubauen erzeugt Last. Und ihr solltet eben halt gucken, dass ihr nicht für jedes kleinen Link, den ihr irgendwo auf der Webseite habt, immer ein eigenes Menü benutzt. Menüs aufzubauen kosten eben halt auch Performance. Das heißt, wenn ich unten irgendwie meinen Impressumslink habt, überlegt mal, ob ihr nicht eventuell einfach nur lieber einen Content nehmen wollt oder ob ihr dafür wirklich jetzt ein eigenes Menü braucht mit einem Menüpunkt Impressum. Bridges zu Shops, Google Calendar und eigenen Forums oder sowas oder anderen Forums, die nicht von Joomla selber jetzt integriert sind, sind meistens auch richtige Performance-Säue. Macht euch bewusst, dass das eventuell dann eben halt auch einen erheblichen Flaschenhals verursachen kann, weil die eben halt zwischen zwei verschiedenen Systemen immer vermitteln müssen. Auslesen externer Inhalte, Twitter-Feeds, Facebook-Feeds, kann eure Webseiten teilweise extrem verlangsamen, wenn sie nicht gecached werden. Falls ihr eine Komponente habt, die das eben halt per Cronjob erledigen kann und das dann eben halt auch gecached wird, alles super, dann seid ihr eben halt fein raus.
Aber wenn das eben halt bei jedem Seitenaufruf neu erzeugt wird, weil es könnte ja in den nächsten 10 Sekunden sozusagen ein neuer Tweet losgegangen sein und wenn das der Besucher nicht kriegt, dann bricht die Welt zusammen, dann ist das natürlich teilweise schlecht, weil eure Seite dann nur so schnell lädt, bis die auch geantwortet haben. Und wenn die jetzt irgendein Problem habt, dann habt ihr ein Problem. Tja, die Module, die mit dem Template geliefert werden oder Sonderfunktionen, können eben halt enorm, können enorm die Ladezeit beeinflussen. Also macht euch da ein bisschen bewusst, wenn ich das Modul anschalte, auch mal testen, was passiert das, kann ich das machen, fängt das an, meine Seite zu verlangsamen. Und sorgt dafür, dass ihr dann eben halt auch ein bisschen Last kriegt. Also nicht so, ich konnte mich hier lokal eben halt immer schön durchklicken, sondern seht mal zu, dass dann eben halt auch ein bisschen Feuer drauf kommt. Es gibt Programme wie Apache JMeter, wie ihr dafür sorgen könnt, dass sich mehrere Besucher dann eben halt gleichzeitig über die Website bewegen und dann könnt ihr dann das eben halt hochskalieren, gewisse Klickpfade und könnt dann sagen, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, 20, 30, 50, 90 Leute gleichzeitig simulieren auf dem Server und damit eben halt das Ganze ein bisschen unter Last stellen. Auf einem Testsystem, wenn es geht. Also, die Frage ist jetzt, auf was willst du eben halt verzichten? Möchtest du auf günstig verzichten, möchtest du auf Leistung verzichten oder auf Funktionsumfang? Das muss man sich dann eben halt auch mal stellen. Also weil alles ist dann eben halt nicht kombinierbar. Also ich kann keine High-Performance, wahnsinnig großen Funktionsumfang für 2,50 Euro aufsetzen. Das klappt nicht. Also da muss man dann eben halt auch sehen, also gerade wenn man solche Aufträge übernimmt, dass der Kunde sich dessen auch eben halt bewusst ist. Zusammenfassung. Ach Gott. Jomla aktuell halten, auch nichts Neues. Komponenten, nutzt ruhig die Systeminfo, die Jomla selber ausgibt, um dann eben halt auszulesen, was für eine PHP-Version, Datenbank-Version, Webserver ihr benutzt. Überprüft, was alles geladen wird. Guckt, was weg kann. Ist das wirklich nötig für die Seite? Oder was kann ich vielleicht eindampfen, dass das nicht so stark sich auswirkt? Ne, eindampfen meine ich jetzt zum Beispiel auch zusammenfassend von CSS-Dateien und so weiter. Aktuelle Technologie verwenden ist immer gut. Testen. Debug-Modus nutzen, um Ladezeit zu überprüfen und die Fehlerlogs des Servers lösen. Also nichts wirklich Neues. Aber man muss es eben halt machen, wenn es klemmt und man muss eben halt auch wissen, wo ich nachgucke und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Wenn ich jetzt irgendwas debugge, dann fange ich nicht mit der unwahrscheinlichsten Möglichkeit an, sondern ich hangel mich von wahrscheinlich zu eher unwahrscheinlich runter. Da habt ihr dann eben halt die Checkliste. Die könnt ihr euch dann gerne runterladen. Es ist einmal eine Website, dass ihr das eben halt ganz normal als HTML sehen könnt und müsste auch als PDF downloadbar sein. Vielen Dank an meinen Kollegen Jan, der das dann eben halt alles schön aufbereitet hat für euch. Ja? Fragen, bitte. Keine? Du hast von dem Projekt gesprochen. Kannst du da vielleicht mal Zahlen nennen? Was war vorher so ein Limit durch die Optimierung? Wie viel hast du da rausbekommen? Wir haben die Ladezeit von 45 Sekunden auf, je nachdem, auf 3 bis 5 Sekunden gedrückt. Auch gleichzeitig Zugriffe dann? Ja, hat sich gar nichts verändert. Also, ja, also bei gleicher Anzahl der Zugriffe durch die Optimierung. Ne? Aber es ist, das ist natürlich ganz gut. Das gibt natürlich ein unglaubliches Spektrum davon, von 45 Sekunden auf 5 Sekunden. Das ist ja irre. Aber wenn du dann so ein System hast, was dann eben halt teilweise so verkonfiguriert ist, dann ist das eine Leistung, aber es ist ein bisschen weniger beeindruckend. Also das ist genauso, wenn du jetzt irgendwie ein Trainer bist und du willst jemanden schneller machen oder sowas, dann hast du jetzt
untrainiert. Und dann ist natürlich wahnsinnig viel Trainingseffekt, dass der dann auf einmal wesentlich schneller geworden ist. Und wenn du dann einen Weltklasse-Athleten hast oder sowas, dann versuch dir mal bitte eine Sekunde besser zu machen auf 100. Also das ist eben halt ein anderer Aufwand, dann muss man das eben halt gucken. Das gilt eben halt auch für Webseiten. Aber jede Webseite, die ein bisschen schneller ist, sorgt auch für mehr, dass der Besucher länger bleibt, sorgt im Durchschnitt für mehr Umsatz und sorgt eben halt auch dafür, dass die Idee hinter der Webseite als hochwertiger aufgefasst wird. Weitere Fragen? Ladies first. Und kannst du auch sagen, wie teuer das ungefähr war? Also jetzt nicht das herausfinden, sondern wie viel er mehr monatlich zahlen musste? Könnte ich. Könntest du. Konjunktiv extra, genau. Danke. Musste den Aufwand eben halt regulär bezahlen. So, wie viel ist nicht relevant. Also ich meine jetzt nicht das Prüfen, sondern wie viel er dann auch an mehr Performance reingesteckt hat, wie viel der Vertrag mehr gekostet hat. Das kommt total, also das würde in diesem Fall auf den Provider ankommen, wie viel das eben halt jetzt mehr jetzt wirklich in seinem Fall ist. Also das, ich kann jetzt eine Zahl nennen, aber es hilft dir nicht wirklich weiter, weil es muss wirklich von Fall zu Fall entschieden werden. Das war jetzt nicht großartig mehr. Also ich glaube, er hat irgendwie 10% mehr pro Monat ausgegeben. Okay. Ja, also muss man aber mal gucken, eben halt, wie das ist. Es kann auch sein, dass du denkst, okay, gibt hier mehr zwei Steps, aber ich bin mit 15% sorgenfreier. Da muss man dann eben halt sehen, ob diese 15% Mehraufwand vom Gesamtbudget mir nicht eventuell doch trotzdem zugutekommen, weil viele Sachen eben halt reibungsloser laufen und dadurch hintere Prozesse dann eben halt besser funktionieren, weil die Leute ihre Artikel besser schreiben können und so weiter und so weiter. Also da muss man dann eben halt das Gesamtprojekt eben halt als Lösung sehen und nicht irgendwo diesen Teilbereich. Peter. I have a question about implementing CDN. Yes. Your website, deveso.de, yeah. Is it okay to use a CDN called cdn.deveso.de or should you use an external domain name? Die Frage von Peter eben war, sollte ich eben halt jetzt ein Subdomain nutzen, was ich dann eben halt als CDN, also Content Delivery Network, nutze, oder sollte ich lieber auf ein echtes Content Delivery Network ausweichen? In meinem Fall war das ziemlich einfach zu beantworten. Ich benutze meinen eigenen Server als Content Delivery Network und zwar einfach aus dem Grund, weil ich nur nationales Business habe, nur aus Deutschland. Und ein Performance Boost von einem Content Delivery Network ist auf nationaler Ebene nicht immer hundertprozentig gegeben. Kommt eben halt auch auf die Frage der Zugriffe an. Aber wenn ich nur auf nationaler Ebene arbeite, tendiere ich im ersten Moment das lieber mit Subdomains zu benutzen. Wenn ich international auf einer High-Traffic-Site bin und mit arbeite, dann immer Content Delivery Network, weil die verschiedenen Stationen, wo die Bilder gleichzeitig vorgehalten sind, sind eben halt auf allen Kontinenten und können damit weltweit schneller ausgegeben werden. Aber das ist wieder so eine Sache, habe ich einen kleinen lokalen Markt oder ist die komplette Welt mein Markt? Das muss man dann eben halt auch mal wissen und sehen. Also nur jetzt, Content Delivery Network ist nicht immer die Lösung. Man muss eben halt wissen, wie das ist. Obwohl großartig schlechter macht es das nicht, aber es kann für eventuell teurer sein, als es muss. Du wolltest mir sagen, eine Minute nicht, dass ich gut bin. Na ja, scheiße. Na, eine Minute habt ihr noch Fragen. Noch was? Weiß nicht, so einfach so im Groben, wie lang kann man sich so vorstellen, hast du jetzt für so ein Projekt gebraucht, das sieht mir so wirklich nach einem typischen Optimierungsprojekt aus? Wann muss man das Ganze ging über mehrere Monate. Okay. Ja, immer mal hier und da und besonders wenn du ich sag mal, mit vielen Leuten zusammenarbeiten musst, viele Köche verderben den Brei und dann musst du dann eben halt auch nur überprüfen, ob die ganzen Optimierungen, die du gemacht hast, ob das sozusagen der nächste Programmierer dann nicht irgendwie alles rückgängig gemacht hat.
Und wenn, musst du den dann gegebenenfalls mal ausfindig machen und sagen, warum, dass der dir eventuell dann mal sagt, ja, das hat aber nicht so gut mit dem Modul XY funktioniert. Ah ja, super, warum hast du mir das nicht gesagt? Hm. Ja, also das sind dann eben halt auch nochmal die Sachen. Also die Größe, viele Köche verderben den Brei teilweise. Also gerade was Optimierung angeht. Mein zusammen besprechen, aber einer optimiert. Der kriegt die Rückmeldung und kann dementsprechend weiter optimieren. Also ganz starke Empfehlung dahin. Und dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Ja, also falls du dann nachher raus bist aus dem Projekt, dass dann irgendjemand später sagen kann, okay, super, das und das, deswegen sind die Einstellungen da. Als ich teilweise gekommen bin, also, wofür ist das Modul da? Keine Ahnung. Brauchen wir das? Keine Ahnung. Sollen wir deaktivieren? Nee, lieber nicht. Also das sind dann eben halt die Sachen, die dann eben halt auch mit und geprüft werden müssen, die dann eben halt alle mit einspannen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Stunde und läuft. Nein. Muss man dann eben halt gucken, testen, messen, protokollieren auch, damit man auch sagen kann, okay, Wert hat sich so und so verbessert und resultiert dann zum Beispiel in der und der besseren Ladezeit. Einmal protokolliert und dann weißt du dann eben halt auch, was das ungefähr bringt und kannst die Sachen besser einschätzen. Kam der Kunde auf dich zu oder bist du auf den Kunde zugekommen und hast gesagt, die Sale ist langsam? Der kam auf mich zu. Vielleicht liegt das daran, dass ich eben halt fast immer diese Geschwindigkeitsoptimierungstalks mache. Ich habe noch mal einen, wo ich noch auf ein paar Sachen eingehe. Heute Nachmittag um, ich glaube, 15 Uhr bis 15.45 Uhr. Also, wurde dann nochmal an mich reingetragen, bitte macht da nochmal für die Leute was für Geschwindigkeitsoptimierung. Ne? Das hat jetzt mehr Skalierbarkeit, aber ihr seht, da ist eben halt eine große Schnittmenge. Ja. Noch weitere Fragen, bevor ich... Gut, dann danke ich euch sehr für eure Geduld. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.